Seit ein paar Tagen gibt es auch mal wieder Regen und dieser dürre Sommer scheint endgültig vorbei zu sein. Auch wenn die Böden noch immer nicht genug Wasser haben nach all den trockenen Wochen. Landwirte und auch die Weinbauern bekommen den Klimawandel ganz elementar zu spüren und müssen sich, ob sie wollen oder nicht, auf diesen Wandel einstellen, um weitermachen zu können. Jakob Schaumann war mittendrin in einem Weinberg in Östrich-Winkel im Rheingau und hat sich das mal genauer angesehen. Verbrannte Trauben, massenhaft Ausschuss und Schimmel. Der Sommer 2022 hat dem Spätburgunder im Rheingau zugesetzt. Für Cosima Lindenau und Niklas Eisenacher kein leichter Start in die Selbstständigkeit als Winzer. Das Wetter ist halt unberechenbar geworden. Wir haben zum einen die Sonne, die im Sommer die Trauben verbrennt. Deswegen müssen wir hier in der Traubenzone Blätter stehen lassen, um die Trauben einfach zu schützen. Und jetzt, dann kommt auf einmal ein Schlag Regen wieder, wie die letzten paar Tage. Und dann fängt alles an, hier irgendwie feucht zu werden. Das ist einfach unberechenbar. Vor einem Jahr haben die beiden ein konventionelles Weingut übernommen, mit dem Ziel, ökologisch und nachhaltig Wein anzubauen. Durch den Klimawandel ist das mit alten Rebsorten nahezu unmöglich. Deshalb wird es eine der letzten Spätburgunderlesen sein. Ich muss sehr viel mehr Spritzmittel ausbringen. Und man sieht es hier an der Traube, die ist super kompakt. Die Beeren drücken sich gegenseitig ab. Und wenn dann jetzt eben wie jetzt so ein Starkregenereignis kommt, die Feuchtigkeit reinzieht, dann fangen einfach die Beeren aufzuplatzen und fangen an zu gammeln. Deshalb modeln die beiden ihre 4,5 Hektar Lage für Lage um. Statt Riesling oder Spätburgunder setzen die beiden auf Piwis. Pilzwiderstandsfähige Rebsorten, die deutlich weniger Spritzmittel benötigen und mit der zunehmenden Hitze besser klarkommen. Ein großer Vorteil ist, dass sie gegen die gängigen Pilzkrankheiten im Weinberg resistent sind. Und außerdem sind sie auch lockerbäriger. Man hat vorhin vielleicht gesehen, beim Spätburgunder relativ dicht sind die Beeren aneinander und die quetschen sich oft ab, dass Fäulnis entstehen kann. Und Piwis sind allgemein, die haben ein längeres Stielgerüst und sind ein bisschen lockerbäriger. Nur 5 Kilometer entfernt an der Hochschule in Geisenheim werden die Auswirkungen des Klimawandels auf den Weinbau erforscht. In einem weltweit einzigartigen Projekt werden die Rebstöcke alle paar Sekunden mit Kohlenstoffdioxid besprüht und so die erwartete CO2-Konzentration von 2050 simuliert. Natürlich interessiert uns, wie in Anführungszeichen der Wein des Jahres 2050 wird, übertrieben gesprochen. Aber vor allen Dingen, wie reagiert die Pflanze? Da geht es zum Beispiel darum, wie wird der Wasserverbrauch sein? Ja, da geht es darum, wie ändert sich die Struktur von der Frucht? Weil je kompakter eine Frucht ist, desto anfälliger ist sie für Fäulnis. Zwei Sorten werden untersucht. Der eher aus wärmeren Gefilden bekannte Cabernet Sauvignon und der für den Rheingau typische Riesling. Vor allem der dürfte mit den klimatischen Bedingungen in Zukunft mehr Probleme bekommen. Schon heute deutet sich an, dass Spitzenweine in Zukunft aus bislang weinuntypischen Regionen kommen werden. Die Weinbaugebiete haben sich auf der Nordhemisphäre eben ziemlich stark nach Norden ausgebreitet. Auch Kanada weiter nördlich, England auch ausgebreitet. Da gehen Investoren hin und investieren, weil das sogenannte kühle Klima immer noch dafür steht, dass mehr Aroma Intensität da ist, Farbe, Struktur bei Rotweinen etc. Die knapp 2.500 Flaschen ihres ersten Jahrgangs haben Cosima Lindenau und Niklas Eisenacher noch aus traditionellen Rebsorten hergestellt und fast alle verkauft. Nun hoffen sie, diesen Erfolg mit ihren Piwi-Weinen fortsetzen zu können. Ich glaube auch, dass wir eine Nische ansprechen und Leute ansprechen, die sich für ein ökologisches Bewusstsein interessieren. Und genau die Leute wollen wir erreichen und können, glaube ich, mit neuen Rebsorten auch genau den ihren Wunschvorstellungen ansprechen. Die wird es dann 2024 nach der ersten Piwi-Weinlese geben.